Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Warcraft Legion mit eurem Brocken. Und du hast gerade die Daily HC gemacht und die Instanz fertig. Du hast schon alle mythischen Instanzen diese Woche gemacht und ID. Du hast den Raid mit deiner Gilde diese Woche schon fertig. Genau du! Du, der gerade hinter diesem Bildschirm sitzt und sich dieses Video hier anguckt. Genau dich, meine ich. Du hast schon alles fertig und du suchst eine neue Herausforderung. Du möchtest was Neues erleben und es sollte schwer sein. Ja, das sollte es? Gut, dann bist du in diesem Video nämlich hier genau richtig. Denn ich zeige dir in diesem Video was Neues. Ich zeige dir in diesem Video eine Herausforderung, wo du einen Tank brauchst, wo du einen DD brauchst, noch einen DD. Ach ja, und noch ein DD. Und ein Heiler. Genau. In diesem Video solltest du dir eine schöne, starke 5-Mann-Gruppe zusammenstellen und die Herausforderung angehen. Denn das wirst du in diesem Video jetzt erfahren. Und wie es funktioniert? Ganz einfach. Fangen wir doch an. Wenn du in Dalaran stehst, das Erste, was du tun solltest, ist, durch das Portal gehen. Und zwar nach Unterstadt. Genau. Und dieses werden wir auch gleich mal tun. Tada! Jetzt sind wir in Unterstadt angekommen. Doch wie geht es weiter? Was sollen wir machen? Richtig, wir machen eine kleine Flugreise im Schnelldurchlauf natürlich. Buh! Und da sind wir natürlich auch im Schnelllauf durchgeflogen zu unserem Ziel nach Gnomrigan. Ohne natürlich zu cutten, das war jetzt wirklich so schnell, denn ich fliege in Lichtgeschwindigkeit mit meinem Mount. Ja, jetzt fragt euch sicherlich was. Gnomrigan mit 110 und ein geheimer Boss und es soll schwer sein? Hä? Ja, ihr habt richtig gehört. Wir gehen nach Gnomrigan und legen einfach den Endboss und das ist wirklich mittlerweile schwer. Wir werden es ja gleich sehen. Bis dahin, haut da rein, die Reise beginnt. So Leute, da sind wir jetzt angekommen bei dem Endboss. Ja, und das ist auch der schwere Kampf, den ich euch versprochen habe, denn wir müssen diesen Endboss besiegen mit 110 und ihr braucht wirklich 5 Mann dazu. Und das Ganze werde ich euch jetzt einfach mal zeigen. Probieren wir es doch mal aus, ob wir diesen Boss überhaupt legen können. Wow, krass. Es war doch nicht so schwer. Ja, ich glaube, da habe ich mich geirrt. Also ich dachte jetzt echt, wir bräuchten dafür jetzt 5 Mann. Okay, dann habe ich mich ja wohl doch geirrt. Dann war das wohl nichts. Nein, Leute, Scherz beiseite. Denn jetzt kommt ja erst dieser ganze Trick. Von wegen, das war's. Nein, aber ihr braucht wirklich 5 Leute dafür. Denn wir gehen jetzt hier nach hinten. Also wir kommen ja hier rein. Wo ihr hier seid, da kommt ihr rein. Dann müsst ihr diesen Boss töten. Dann geht ihr hinter diese erste Säule hier. Da haben wir jetzt nämlich einen Knopf. Drückt mich. Den drückt ihr. Und tada! Einen Boss. Totenkopf. 207,9 Millionen Life. Ja, Leute. Dieser Boss entspricht einer aktuellen Stärke von mythisch 10 Instanzen. Und ja, dieser Boss ist wirklich, wirklich krass. Um euch das mal ganz zu kurz zu demonstrieren, was der kann, zeige ich euch einen ganz kurzen Ausschnitt. Wir gehen hin, holen den. Tot. Und wie ihr seht, es kommt aus jeder der Gefäße, die runter sind, kommen Bomben. Die Bomben kritten mit 2 Millionen Schaden. Es sind 30 oder 40 Bomben, die da alleine rauskommen. Ja, dafür braucht ihr eine ganze 5-Mann-Gruppe, um den neuen Boss in Gnomrigan zu legen. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall eine ganze, ganze Menge Spaß, es zu probieren. Schreibt mir, ob euch dieses Video gefallen hat, ob ihr schon wusstet, dass ein Boss, ein neuer Boss in Gnomrigan ist, wenn nicht und es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ansonsten auf jeden Fall, ich wünsche euch viel Spaß beim Gucken und bis dahin, schaltet doch wieder in der nächsten Folge wieder fleißig ein, wenn es heißt World of Warcraft Legion mit eurem Brocken. Bis dahin, haut da rein, schönen Tag noch.